Heiligtum! Ja, nochmal die Druiden, aber diesmal mit dem Ultrastab, wenn ich ihn kriege. Kriegen wir eine neue Rüstung? Nein, sehr gut. Stab der Finsternis. Ja, das ist ein schöner Stab. Wir können auch keine weiteren Heiltränke kaufen. Das heißt, wir haben Geld übrig. Mal was ganz Neues. So, die Seen des Nordens. Die Strukturen, die aus der stillen Oberfläche des Sees ragen, suchen ihresgleichen. Fremd anmutende, rostige Gebilde, die aus einer Zeit noch vor der Entstehung der Kluft stammen. Das Heiligtum. Du musst einen Weg in die Gebäude im See finden. Finde den hohen Zauberer Zael und er muss überleben. Ah, ja, ich erinnere mich hier dran. Das ist eine sehr gute Karte, finde ich. Glaube ich zumindest. Denn... ja, brechen wir den ganzen Kram ab. Die spitzen Titten von unserer lieben Frau können wir auch so bewundern, wenn ich wollte. Ja, ja, nein, das ist unter meinem Niveau. Das hier ist so eine Art Unterwasser... wie soll ich sagen? Heiligtum ist, es wird schon so genannt, Unterwasser irgendwas. Unterwasseranlage, wo man mit so einem tollen Aufzug runterfährt, wie man ihn aus Bioshock kennt. Werdet ihr gleich sehen, nur vorher müssen wir diesen Aufzug erstmal in Betrieb setzen. Ja, ich möchte bitte meinen Stab in die Hand haben. Roms. Dieser Stab macht Roms. Also sie hätten diese komische Umgebung hier vor dem Fahrstuhl nicht eingefügt, wenn es hier keine Geheimnisse gäbe. Wisst ihr, was ich meine? Also es muss hier noch irgendwo versteckte Goldmünzen geben. Ich muss sie allerdings erstmal finden. An diesen Häusern entlang latschen halte ich für keine gute Idee. Das sieht mir ein wenig zu eng aus. Und ja, Schlüssel benutzen, dankeschön. Okay. Zwischensequenz. Und auf so einer Karte im Wasser schwimmen mag ich allgemein nicht. Also jede Karte, wo so viel Wasser ist, das ist für mich irgendwie so ein Gefühl, als wenn ich mich im Spiel befinde, wo der Charakter wirklich sofort stirbt, wenn er in Kontakt mit dieser Flüssigkeit kommt. So die alten GTA-Teile und so weiter. Einfach Wasser, C rein, tot. Und das war's. Und das Zweite, was ich ja schon mal erzählt hatte, ist das von dem Geisterhai aus Banjo-Kazooie. Einmal mit einem Freund gespielt, oder ein paar Mal mit einem Freund gespielt, als ich so, was war das, 12 oder 10 Jahre alt war. Und ey, dieser Geisterhai, der hat mir den letzten Nerv geraubt, ey. Das war damals für mich einfach unbegreiflich schrecklich und ich hatte puren Horror davor, Wasser zu betreten. So. Das ist, ja okay, ja, Rapture ist ein bisschen... oh. Ein Unterwassermensch, der überhaupt nichts zu sagen hat in diesem Spiel. Rapture ist natürlich ein bisschen besser ausgeleuchtet, aber hey, das hier soll nicht schön sein, es soll nur praktisch sein. Moment, Nase kratzen. Ah. So. Ja. Das hier unten ist jetzt unsere... also hier in diesem... Räumen treffen unsere nächste Gegnerart, nämlich den Lich. Das ist das Äquivalent zum Zauberer auf der bösen Seite. Jetzt müssen wir... ja toll, ich habe keinen Mana. Ich habe absolut keinen Mana. Schattenstoß! Sehr gut. Jetzt müssen wir halt etappenweise gegen diesen Lich kämpfen, bis wir ihn am Ende endlich töten dürfen. Und das war gerade schon ziemlich heftig. Okay, diese Schattengeister nehmen doch ein gutes Stück Schaden, wenn man richtig zielt. Wobei das Zielen allein schon schwer genug ist. Ja, 22 Schaden ist nicht so viel. Die halten nicht sehr viel aus anscheinend. Nur der... Stab verbraucht richtig viel Mana, so wie es aussieht. Ich frage mich, ob das wirklich der beste Stab ist. Vom Schadensverhältnis her garantiert, aber... wow! Schreck! Hallo! Verpiss dich, Junge! Sag mal... oh, ey, hat der Kerl mich erschreckt, ey.
Puh, Junge, fick dich! Fick dich in deinen verkackten, grünen Amphibienarsch, ey! Heilige Monokel! Ja, danke, den werde ich brauchen heute. In diesem Level werde ich den garantiert brauchen. Davon können wir ausgehen. Okay, Hebel. Ich mag keine Hebel. Was machst du denn? Maschine braucht von irgendwoher Druck. Okay, ich wollte gerade sagen, dieses Geräusch besagt normalerweise, dass sich irgendwas bewegt, aber das war gerade nicht der Fall. Okay, wir brauchen Druck von irgendwoher. Das sieht schon wieder nach Falle aus. Und wenn ich das hier, dann jeder andere Teil dieser Hütte. Verdammt, ey. Die Musik hier tut auch ihr Übriges, ist also, es ist wirklich doch recht gruselig hier unten. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich gerade an was. Ah, wie geil. Diese schwarzen Geschosse von diesem Zauberstab haben eine Zielsuchwirkung, fällt mir gerade auf. Die ist zwar nur relativ leicht und in so einer engen Hütte neigen die Geschosse dazu, wenn sie das Ziel verfehlen, einfach einmal eine Runde um das Ding zu drehen und danach an der Wand einzuschlagen. Aber so leichte Korrekturen an der Flugbahn kriegt das Ding trotzdem hin. Das heißt, ich kann jetzt auch ein bisschen... Ja, toll, dankeschön. Ich kann jetzt auch ein bisschen daneben zielen und treffe trotzdem, mache mal einen Schaden. Das muss ich jetzt bedenken. Das macht diese scheiß Maussteuerungsgeschichte doch wieder ein bisschen wett. Ja, ich brauche Druck. Druck, hab da Druck, Druck, Druck! Damage! Na, wo lang? Ich hasse es, wenn es irgendwo so quietscht. Also von da kommen wir, da kann es nicht sein. Das bedeutet, dass es hier irgendwo sein muss. Vielleicht doch... Nee, da unten war auch nichts. Verdammt, ich bin orientierungslos. Da ist Treppe. Treppe führt nach oben. Zweite Treppe. Dritte Treppe Kaputski. Da komme ich garantiert nicht hoch. Ah, ich verstehe. Hier hinten. Jetzt sehe ich's. Hier lang müssen wir. Es fällt auf den ersten Blick nicht so auf. Heiltrank nehme ich immer gerne mit. So. Irgendwo direkt der nächste Gegner am Leben. Das habe ich kommen sehen. Hehehe. Jetzt, wo ich weiß, dass ich leicht daneben zielen kann, ist die Motivation in mir, öfter zu schießen, gegeben. Ja, flieg ruhig davon, du kleiner Lich. Ich werde dich schon noch kriegen. Ich habe schon den Lichkönig besiegt in WoW. Warum sollte ich jetzt Angst vor einem kleinen Popel einfach ein Lich haben, ne? Das habe ich gesehen. Komm zurück. Das habe ich auch gesehen. Komm zurück. Bam. In your face, Junge. Nö, ich gehe in die andere Richtung. Der blöde Strahl dahin hat gesagt, ich soll da nicht hingehen. Toll, Wasser. Das Element dieser dummen Viecher natürlich. Was habe ich gesagt? Bums. Stirb, 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 stirb. Okay. Oh, ich habe sowas von keinen Bock auf Schwimmen. Muss ich hier überhaupt schwimmen, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay, schwimmen wir mal hier lang. Ach, Geheimnis. Okay, zum Geheimnis sage ich auf jeden Fall nicht nein. Hier kann ich leider nicht drauf schwimmen, schade. Oh, was ist denn das mit der Steuerung, ey? Unter Wasser spackt die ja noch mehr rum als vorher. Oh. Ey, ich krieg einen Wutanfall hier drin. Wutanfall! Das ist ziemlich dunkel. So. Lichilich. Lichilich, lich, lich. Lichterlo. Lichterquelle. Nein, ich will nicht runterfallen. Vergiss es.
ist mir zu ruhig hier unten. Wo ist der Kerl? Okay, hier ist ein Hebel schon mal. Ah, und noch ein Hebel. Hey, vielleicht macht er was anderes. Ja. Toll, irgendwas pumpt jetzt. Offenbar bin ich hier fertig. Nein, 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 vergiss es. Ich kann Leiter drauf klettern, wenn ich will. Ihr könnt mir nichts. Ich habe keinen Grund, da unten bei euch zu bleiben und euch so zu töten. Das mache ich auf die Cheater-Methode. So. Wartet. Wo ist der Kerl? Da unten? Ich erkenne gerade überhaupt nichts. Ah, da hinten ist eins. Ja. Na egal. Ich dachte, meine Zielsuchgeschosse machen es noch, aber dann halt nicht. Du bist dafür da aber richtig dran hier. Komm. Komm, Kollege. Der Stab macht nicht nur den Initialschaden, sondern auch danach noch gutes Gift. Schattengift, oder wie man es auch immer nennen soll. Nein, deine Magie ist scheiße. Na komm. Da ich jetzt weiß, dass ich auf euch schießen darf, seid ihr nicht mehr effektiv, Leute. Anscheinend hatte der Typ denselben Stab wie ich. Das ist nicht so gut. Oder ist ein Nahkämpfer, kann auch sein. Aber ich will jetzt nicht riskieren. Na los! Stirb, du Penner! Wie viel... Okay, passt. Der Typ ist schon mal tot, das passt. Und seine Kreation ist anscheinend gleich mit ihm verreckt. Gefällt mir. Phew! Ich hoffe mal, dass halt diese... Ja, natürlich, ich hätte es kommen sehen. Ich hätte es kommen sehen müssen. Ich wollte es ja nicht wahrhaben. Aber natürlich... Die ganzen Skelette natürlich, die verschwinden, aber nein, hier diese komischen Echsenmenschen, die gehören nicht zu dem Volk des Lichts. Irgendwie hat der Licht jetzt sich die Dinger als Diener gehalten, oder wie muss ich das verstehen? Weil im Normalfall würde ich denken, böser Zauberer kämpft hier unten gegen Echsenmenschen mit Dreizackdingern. Also, wie sollen die sich bitte schön vertragen? Das ist doch das gleiche Revier hier unten. Ja, doppelter Checkpoint ist mir auch recht. Kann ich in der Zeit mit meinen Schattengeschossen noch ballern? Stirb! Ja, genau du. Braver Junge. Haha, du verreckst auch. 12er Ticks, das ist sehr nice. So, und wenn ich es jetzt richtig verstehe... Na toll, jetzt komme ich hier... What? Oh nein! Nein, 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 nein! Ich muss noch mal rüber, verdammt! Toll, genau das. Ein Diamant. Schön. Ja, toll, jetzt werde ich ersticken wahrscheinlich, ne? Ich habe keinen Bock auf ersticken. Ah. Oh, gut. Oh, ich dachte schon, ey. Meine Güte. Glück im Unglück. So, und jetzt müsste eigentlich diese Apparatur funktionieren, nicht wahr? Ja, oh, ein zweiter Gang, jetzt verstehe ich's. Sehr schön. Sesam. Noch 50 Goldmünzen, dann haben wir es geschafft für das Level hier. Okay. Es wurde auch Zeit. Und glaubt nicht, dass ich nicht wüsste, was ihr getan habt. Ich war vielleicht gefangen, aber ich bin nicht blind, was die Welt da draußen betrifft. Moment. Ich kann nicht speichern. Okay, da unten ist irgend so eine komische Apparatur und ich erinnere mich, dass sie sehr böse ist. Oder ich erinnere mich gerade... Ich erinnere mich gerade daran, dass die irgendwie funktioniert. Wartet mal. Erzähl mir mal, Kollege. Ja komm, rede. Ich erinnere mich gerade an was. Diese
Diese Maschine hier... Ah, da ist er. Sehr gut. Diese Maschine hier hält Zale gefangen und man muss ihn mit Hilfe eines Hebels befreien. Das Problem bei der Sache ist, diese Hebel da drüben sind alles Fakes. Wenn ich jetzt einen benutze... Dann dieses Geräusch gefällt mir ganz und gar. Versucht es noch einmal. Dann bewegt sich die Nadel näher auf ihn zu. Und wenn wir das zu oft machen, also ich entweder drei oder alle vier hebe, dann ist er weg vom Fenster. Der richtige Hebel ist hier hinten. So ein Scheiß, ey. Man darf die ganze Mission nochmal machen, wenn man diesen Teil falsch macht. Das war so richtig für den Arsch, als ich das gemacht habe. So richtig damals. Ihr wollt, dass ich die Festung am Pass von Kamzara zerstöre. Warum kommt ihr Leute immer zu mir und bittet mich, Dinge zu zerstören? Ich brauche dafür den Stab des Erdgeists. Er ging verloren, als ich Vatar besiegte. Ich glaube, dass er noch immer irgendwo in der Unterwelt ist, da ich seine Gegenwart spüre. Findet den Stab und trefft mich bei Kamzara. Ja, ja, eine Quest nach der anderen. Besorgt mir dies, besorgt mir das. Rette einen Zauberer, dann besorge seinen Stab. Dann machen wir eine Festung kaputt und so weiter und so fort. Vielleicht ist Markus ja der Festungsführer da drüben. Wissen wir noch nicht. 400 von 450 Goldmünzen und Zale hat Gold dabei in seiner Gefangenschaft. Wie auch immer, nochmal 450 Goldmünzen. Toll. 10, die Unterwelt. Und da haben wir ihn, den Zauberer. Die letzte Klasse auf der guten Seite, die wir kriegen werden. Und ich möchte jetzt, bevor wir aufhören, mir auf jeden Fall noch ansehen. Moment, erstmal kriegen wir jetzt Verbot aus Utgard. Nein, schade. Was für eine Ausstattung der Typ hat. Weil die Druidin hatte zwei Stäbe, einen Dolch, Heiltränke und Rüstung. So, jetzt möchte ich sehen, der Zauberer hat... Genau dasselbe. Hey, wie kreativ ist das denn? Aber der hat zwei bessere Stäbe. Wartet mal kurz. Zeremoniendolch. Es kann sein, dass die Druidin schlechtere Stäbe zur Verfügung hat. Wartet. Nö, überhaupt nicht. Das heißt, die Druidin und der Zauberer sind sich anscheinend ganz genau gleich. Dasselbe, identisch. Überhaupt kein Unterschied. Und während ich jetzt den Kerl hier mit ein paar Gegenständen ausrüste, sage ich schon mal, das war's für heute mit Let's Play Arclave. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit diesem komischen Typen hier, der meint, er sei so ein Imba-Zauberer, seinen eigenen Zauberstab zurückholen. Denn ich bin viel zu faul dafür. So, jetzt können wir hier noch den Flammenstab... Ne, Flammenstab kostet 3000. Vergiss es, nehmen wir Seelenqual. So. Tschüss.